Ja, hallo liebe YouTuber, hallo lieber Dietmar. Du hast mir geschrieben und deswegen möchte ich dir mit dieser Videobotschaft antworten. Du schreibst, dass du deine Erkrankung vor etwa 1,5 Jahren diagnostiziert bekommen hast und dass du sie bis auf zu deinem Bruder weitestgehend in deiner Familie und unter deinen Bekannten und Freunden geheim hältst. Ich sag mal so, ich kann das verstehen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite glaube ich, ist das nicht der richtige Weg. Also ich weiß nicht, wieso du das machst. Vielleicht willst du dich schützen, vielleicht hast du Angst, abgestoßen zu werden. Aber ich bin der Auffassung, dass die Erkrankung kein Grund ist, sich zu schämen. Wahrscheinlich hast du durch deine Erkrankung es schon schwer genug. Und deswegen würde ich mir an deiner Stelle nicht noch einen Ballast dazu nehmen, indem du probierst, so zu tun, als wäre alles in Ordnung vor einem Großteil deines Lebens. Weil wenn ich ehrlich sein soll, dann kann ich dir nur sagen, das bringt nichts. Also so zu tun, als ob, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Ich meine, ich kenne deine Umstände nicht, aber allgemein gehe ich mit meiner Erkrankung offen um, weil ich mich nicht dafür schäme. Es ist eine Erkrankung, so wie man an Grippe erkranken kann und sich nicht dafür schämen muss, kann man eben an einer schizoaffektiven Störung erkranken und muss sich nicht dafür schämen. Wie gesagt, ich würde meine Erkrankung nicht meiner Familie gegenüber verschweigen. Du schreibst allerdings, dass du es tust. Du wirst deine Beweggründe dafür haben. Allerdings fällt es mir dadurch schwer, mich in deine Lage zu versetzen. Weil wenn du diesen Teil deines Lebens schon so systematisch ausschaltest oder ausblendest, musst du ja zwangsläufig andere Teile deines Lebens auch, also gehst du wahrscheinlich zwangsläufig mit anderen Teilen deines Lebens auch so um. Und du schreibst davon, also du hast mich gebeten, ein Video zu machen über Interessensarmut und ob ich vielleicht auch Interessensarmut spüre. Und ich muss sagen, ich habe, also in dem Moment, wo ich Dinge ausblende oder wo ich Dinge verdränge, dann entferne ich mich von mir. Und dann kann man davon sprechen, dass auch bei mir Interessensarmut herrschen würde. Aber momentan und seitdem ich die Krankheit akzeptiert habe und seitdem ich mit ihr offen umgehe, ist immer weniger von einer solchen Situation die Sprache oder die Rede, würde ich sagen. Also ich habe ganz im Gegenteil das Gefühl, ich platze oft vor Ideen und weiß sie gar nicht alle umzusetzen. Also ich kann mir wie gesagt nur vorstellen, dass dadurch, dass wenn ich etwas ausschalten würde, was mein Leben betrifft und was sehr wichtig wäre, ich dadurch eben in die Zwangslage versetzt würde, mich mit den wenigen Gegebenheiten auseinanderzusetzen, die ich dann noch habe. Und das würde mich in eine Zwangslage bringen und dementsprechend in eine Interessensarmut, weil ich eben ganz viele Aspekte meines Lebens dadurch ausblenden würde, die normalerweise meinem Interesse vielleicht entsprechen. Also heute Abend ist so ein Abend, ich bin jetzt von einem kleinen Urlaub wieder da, deswegen rauche ich auch. Ich hatte eigentlich vor, dir direkt zu antworten, das wäre vor meinem Urlaub gewesen. Nur das habe ich zeitlich nicht geschafft. Ich hoffe, dich erreicht diese Videobotschaft trotzdem und sie bleibt für dich aktuell. Aber wie gesagt, Interessensarmut
kann ich bei mir persönlich nicht beobachten. Also ich habe sehr viele und breite Interessen. Ich habe, wie gesagt, eher das Problem, dass ich Prioritäten setzen muss und Interessen vor andere Interessen stellen muss. Was ich weiß, ist, dass in depressiven Phasen schon so eine Form von Überforderung bei mir geherrscht hat, und wenn ich in eine depressive Phase rutschen würde, auch so eine Verflachung meiner Interessen zu spüren wäre. Also dann will ich im Prinzip, dann überfordert mich ganz vieles ganz schnell, und dann will ich im Prinzip nur unter der Bettdecke verschwinden und schlafen. Aber auch das ist ein Interesse. Genau, und übrigens, es ist auch nichts Unnormales, wenn man als Nicht-Erkrankter mal für eine Woche oder zwei die Zeit nur im Bett verbringen will. Also das ist, wie gesagt, man muss nicht alles auf die Erkrankung schieben. Du schreibst davon, dass du dein Studium abbrechen willst, weil es dich auch überfordert, beziehungsweise aufgrund der Erkrankung. Ja, da würde mich interessieren, wie sich die Erkrankung denn bei dir äußert. Also merkst du schnell, dass du unkonzentriert bist? Merkst du schnell, dass du dich nicht auf eine Thematik einlassen kannst? Oder wie macht sich das bei dir bemerkbar? Das heißt, es ist ja auch ganz normal, das machen auch viele andere Studenten, die merken im Laufe ihres Studiums, das, was sie studieren, ist eigentlich nicht das, was sie machen wollen, und brechen deswegen ihr Studium ab. Also das ist nichts, was aufgrund einer Erkrankung passieren muss. Und es ist auch, glaube ich, eher so eine Generationsfrage, dass viele eben nicht wissen, wie es weitergeht mit ihnen oder was sie eigentlich wirklich wollen und dementsprechend noch auf der Suche sind. Ich hatte das Glück oder das Pech, wie auch immer, ich habe das studiert, was ich studieren wollte, und habe es auch durchgezogen und habe einen Abschluss erreicht. Das war auch zum Teil stressig, zumal zu der Zeit dann auch schon die Erkrankung bei mir, also zum Ende des Studiums wurde die Erkrankung bei mir diagnostiziert. Und bei mir kam der Stress vorwiegend durch die damals geführte Beziehung und die Entscheidung, die ich da getroffen hatte. Also ich weiß nicht so genau, wie man sich Interessensarmut vorstellen muss. So. Also ich denke, du wirst garantiert ein Interesse haben, sei es PlayStation spielen oder mit dem Hund Gassi gehen oder Fliegen zählen oder gutes Essen, Bücher lesen, Freunde, mit Freunden sprechen, vielleicht, also im Allgemeinen suchst du vielleicht gerade eher nach einem Platz in der Gesellschaft, und da würde ich die Erkrankung eher nach hinten schieben und ausprobieren. Also probier doch einfach aus, was dir eventuell Spaß machen könnte. Also zum Beispiel fang an, in einer Bar zu kellnern. Vielleicht wirst du ja auch kein Student, sondern also du schreibst, dass von dir erwartet wird, weil du aus einem akademischen Kreis kommst, dass du vielleicht auch deinen Studiumsabschluss machst. Aber auch da kannst du dich ja beraten lassen. Also von verschiedenen Universitäten an über Fernstudium sind da ja verschiedene Möglichkeiten noch möglich. Selbst wenn du dich gegen ein Studium entscheidest, heißt das ja noch lange nicht, dass du keine Interessen haben wirst. Also ich kann dir, wie gesagt, nicht sagen, was du studieren sollst oder wirst. Eher im Gegenteil, ich kann dir nur raten, in dich zu gehen und dich zu fragen, wenn ich mich in 10 Jahren vorstelle, wo ich dann stehe beruflich, wo bin ich dann da? Also was würde mir gefallen?
Idealerweise, das können ja auch ganz abgefahrene Sachen sein, wie Astronaut oder Lokomotivführer oder Feuerwehrmann oder. Also, ich glaube, dass es nie zu spät ist und ich glaube auch, dass alles möglich ist. Also, selbst mit 53 kannst du Profifußballer werden, dann bist du vielleicht der Erste auf der Welt, aber wenn du das wirklich werden willst und wenn du dafür alles gibst, denke ich, kannst das auch du werden. So, vielleicht nicht in der ersten Bundesliga, weil es da Sperren für ein Alter gibt oder so, ich habe da keine Ahnung von, aber dann auf anderem Niveau. Also natürlich gibt es Grenzen im Leben und natürlich gibt es immer die Norm, die einen gewissen Richtwert vorgibt, aber das heißt nicht, dass du dieser entsprechen musst. Genau, ja, also wie gesagt, mich würde interessieren, ob es andere gibt, die Katharina vielleicht, die hat mir ja geschrieben, vielleicht hat sie ja was zu Interessensarmut zu sagen. Ja, ich, wie gesagt, bin eher interessiert, vor allem an Menschen und dementsprechend kann ich nicht so viel über Interessensarmut sagen. Ich freue mich, wenn du mir noch einen Kommentar geben würdest, würde ich mich freuen, so wollte ich sagen. Ich bin schon ein bisschen müde, deswegen ist dieses Video vielleicht nicht sehr energisch gedreht, also da fehlt vielleicht ein bisschen Power, aber ich hoffe, du bist trotzdem zufrieden mit der Antwort, auch wenn ich dir jetzt nicht sagen konnte, dass ich selber von Interessensarmut geprägt bin. Also was ich vielleicht noch ergänzen muss, ist, dass ich es sehr wohl nachvollziehen kann, wenn Dinge an Wichtigkeit verlieren. Das hatte bei mir allerdings immer einen Bezug zu den, also das hat was mit Prioritäten zu tun, ne? Wenn für dich jetzt erstmal deine Erkrankung im Vordergrund steht und die Tatsache, was das für dich bedeutet, dann stehen vielleicht alle anderen Dinge dahinter an. Und du musst vielleicht für dich auch erstmal ergründen, wie es zu deiner Erkrankung gekommen ist, was dich unter Umständen dazu getrieben hat, in eine Psychose zu gehen oder in mehrere. Ich weiß nicht, wie deine Situation ist, dazu hast du nichts gesagt. Und wie du überhaupt zu der Welt stehst. Und ich kenne das Gefühl, auf sehr wackeligem Boden dabei zu sein. Und da ist nicht alles gleich interessant. Und manchmal macht einen ein Bier am Abend glücklich und manchmal braucht man einen ganzen Porsche, um sich zufriedenzustellen. Okay, das klang jetzt ein bisschen crazy, aber das gehört ja zu diesen Videobeiträgen. In diesem Sinne, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig Antwort geben auf das, was du gesagt hast. Mich würde natürlich auch interessieren, was andere dazu sagen. Gibt es bei euch irgendwie das Gefühl von Interessensarmut oder Verflachung von Interessen? Du hattest mich übrigens gefragt, Dietmar, ob das an deinen Medikamenten liegen könnte und ich weiß es nicht, ich kann es mir aber im Prinzip nicht vorstellen. Also ich glaube eigentlich nicht, dass eine Interessensarmut durch Medikamente hervorgerufen wird. Nebenwirkungen sind eher auf körperlicher Ebene zu spüren. Also das heißt, dass du zum Beispiel Spastiken bekommst oder Lähmungserscheinungen. Also auf psychischer Ebene sind solche Aspekte dann vielleicht noch eher so beschreibbar wie mit Müdigkeit oder ja, Dumpfheit oder so. Aber ansonsten kenne ich keine Nebenwirkungen in dieser Hinsicht. Und ich bin allerdings auch kein Psychiater, darüber würde ich an deiner Stelle auf jeden Fall mit dem Psychiater sprechen. Okay, viele Grüße aus Köln, bis dann!